Ein Thema, das wir häufig viel zu wenig sehen und obwohl es doch so sehr und so stark ausgeprägt ist, mag die Angst, mag Burnout sein, auch eine Perspektive, die wir zumindest mal beleuchten müssen, um sie dann im besten Fall zu ändern. Eine Frau ist dafür angetreten, das zu ändern. Und das, was man über sie sagt, heißt, dass sie das sogar sehr schnell ändern kann. Ich bin froh, dass sie ganz schnell aufs Sofa gekommen ist. Andrea Tomczyk. Hallo. Andrea, Mensch, und wir haben vorher gar nicht geklatscht. Wollen wir noch mal klatschen, genau. Irgendwie so zwischendrin hier? Also, ja, das gilt für euch beide noch. Genau. Ich bin das nicht mehr gewöhnt, dass hier Menschen da sind und dass du mit denen auch noch klatschen kannst. Andrea, erzähl mir was über dich. Du kümmerst dich um Angst und Burnout. Ich frage mal, ist das Thema ein großes Thema? Ich kenne die Antwort schon. Absolut. Ja. Also ich behaupte ganz einfach, dass 90% der Deutschen unter Ängsten leiden. Ob jetzt die Großen oder Kleinen, sei mal dahingestellt. Wow. Und du hast eben auch die Schnelligkeit erwähnt. Ja. Und dazu kann ich eben auch sagen, dass ich im Prinzip aus eigener Erfahrung mit starken Ängsten und Panikattacken angetreten bin und selber weiß, wie langwierig herkömmliche Therapien derzeit noch sind. Und jeder, der Angst hat, da ist jeder Tag zu viel, diese zu haben. Und wenn andere jahrelang in Therapien sind, kann ich es schaffen, in 4 bis 6 Sitzungen, dass jemand tatsächlich die Angst loswerden kann. Wow. Mhm. Und ich glaube, Angst ist ja eine der größten Geißeln der Menschheit. Ja. Also ich denke, es gibt unterschiedliche, aber manche Angst, das lässt wahrscheinlich Leute nicht mal mehr das Haus verlassen oder sowas. Ne? Ja, stell dir wirklich vor, das fängt ja mit Kleinigkeiten an. Man wirkt so ein bisschen ängstlicher und traut sich auch nicht mehr so viel zu. Und meistens beginnt es dann erst so richtig ins Bewusstsein zu kriechen, wenn die erste Panikattacke da ist. Okay. Und dann steigert sich das Ganze so weit, dass wir natürlich erstmal die Situation meiden, in denen wir Panik bekommen haben. Bis hin zu, dass wir das Haus nicht mehr verlassen. Mhm. Genau. Und jetzt hast du gesagt, bei dir geht das so schnell. Das weiß ich, dass das so ist. Aber wie machst du das? Naja, die herkömmlichen Therapien sind einfach alt vom Konzept her. Und ich beschäftige mich im Prinzip damit, was kann unser Gehirn? Ja, also in den letzten 20 Jahren ist da sehr viel passiert in der Hirnforschung. Und ich mache mir mit meiner Methode eben zunutze, wie unser Hirn funktioniert. Mhm. Denn wir nutzen es ja im Prinzip bei der Angst auch, nur auf negative Art. Wir nutzen unsere Kreativität für negative Gedanken. Und dann zu zeigen, hey, wie kann ich denn meine Kreativität wieder für positive Gedanken nutzen? Also es ist ja praktisch so ein Art Überschreiben der Festplatte, wenn man genau. will. Ja. Genau, ja. Denn wie sagt man so schön, imaginäre Drachen kann man nur mit imaginären Schwertern besiegen. Denn diese Angst passiert in unserem Kopf. Mhm. Ja, und auch genau da kann man sie im Prinzip löschen und durch was Besseres ersetzen. Mir hat man als Kind immer gesagt, wenn du Angst hast, dass der Drache unterm Bett ist, schau mal unter das Bett. Mhm. Aber ich glaube, du gehst noch eine Stufe weiter. Du kümmerst dich nicht nur darum, dich davon zu überzeugen, dass kein Drache da ist, sondern du tauschst ihn aus. Genau. Ja. Denn gerade Angst, wenn ich jetzt Angst habe und würde mich damit noch mal konfrontieren, macht es ja noch mehr Angst. In der Hoffnung, dass die Angst vielleicht gelöscht wird, wird es in herkömmlichen Therapien angewandt. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern tatsächlich das Negative durch ein positives Bild zu ersetzen. Schön. Beim Schluss haben die Menschen ja dann schon Angst vor dem Therapeuten, weil man über die Angst spricht. Genau. So, also wir sind froh, dass wir dich da haben. Wenn es um Angst geht, ist das eine wunderbare Adresse. Applaus für dich, liebe Andrea. An dieser Stelle. Sehr, sehr schön. Wow. Und ich glaube, wenn wir den Drachen so wunderbar austauschen können, dann ist das für mich etwas, was wahrscheinlich Menschen unter Selbstführung verstehen.